Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Hunter. Ja, immer noch in Hemmendal unterwegs. Werden wir versuchen, ein paar Rentiere wieder zu erlegen. Leider wurden wir beim letzten Mal etwas abgelenkt von den Bären. Aber ich habe mir vorgenommen, heute gar nicht erst am Bärenpass vorbeizugehen. Also werden wir auch nicht so viele Bären sehen, vielleicht vereinzelt, aber den werde ich nicht nachstellen. Damit wir uns nochmal hier voll und ganz auf die Rentiere konzentrieren können, auch wenn er gerade schon der Elchbulle ruft. Ja, ich werde hier mal ein bisschen rumlaufen. Jetzt habe ich natürlich gelesen, dass am Anfang nur vereinzelt Rentiere im Revier spawnen und der Großteil außerhalb und dann erst durchzieht. Aber ich habe eigentlich am Anfang immer relativ schnell welche gefunden. Vielleicht hatte ich Glück. Ich werde es auf jeden Fall rausfinden, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen durchlaufen werde. Ich werde diesmal in einer anderen Richtung laufen. Bisschen weiter ins Landesinnere, wo die ja dann nicht so schnell ankommen dürften. Aber das werden wir dann im Verlauf der Jagd noch sehen, wie sich das entwickelt. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar erlegen können. Hoffentlich auch mit der Armbrust, dass ich die anderen nicht verschrecke. Aber gestern war das ja auch mit der 7 mm, da waren die auch relativ zügig wieder da. Da konnte ich noch eins erlegen. Ich werde mal gucken, wie das mit der Situation dann sich ergibt, ob ich die Armbrust benutzen kann oder nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal auf den Weg machen, ein paar Rentiere suchen gehen und wenn ich welche gefunden habe, dann seid ihr wieder mit live dabei. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt einige Zeit hier ein paar Rentiere verfolgt und wie ihr sehen könnt, bin ich schon etwas näher dran. Ja, der Kreis ist geschlossen. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich kann sie einfach nicht sehen. Deshalb werde ich einfach weitergehen und hoffen, dass ich noch näher rankomme. Ich hoffe, dass da unten ein bisschen offener wird. Ja, die ziehen jetzt hier doch schon ein bisschen durch den Wald durch. Aber ich denke, früher oder später werde ich da schon hinkommen. Auf jeden Fall sind die ziemlich schnell unterwegs. Also ich bin die meiste Zeit bin ich im normalen aufrechten Gang gelaufen, weil das Hocken etwas zu langsam ist, wie mir scheint. Und wieder dasselbe Muster wie gestern, ja, wenn wir mal auf die Karte gucken. Ich habe hier an den Stein habe ich die Spur entdeckt. Und wieder gehen die einfach nur gerade durch. Also das Trecken von den Rentieren ist ziemlich easy, ja, auch wenn ihr die Spur mal verloren habt. Guckt euch einfach an, wie sie bisher gelaufen sind, weil Kurven machen die keine. Und da hinten sehe ich, glaube ich, schon das erste Rentier. Ah, es ist gerade hinter der Kuppe verschwunden. Und da kommt ein Elch. Das ist natürlich ungünstig. Ich möchte nicht, dass der uns jetzt die Rentiere verschreckt. Ja, da haben wir auch schon den Rentierruf gehört. Den wir aber wieder nicht registrieren können. Ich hoffe, der Elch nimmt uns jetzt nicht wahr. Und dass wir jetzt mal hier so ein Rentier im Anblick bekommen. Oh, der Elch nervt mich jetzt ein bisschen. Aber ich möchte den jetzt auch ungern mit der Armbrust zur Strecke bringen.
weil ich nicht weiß, ob die davon nicht doch jetzt verschreckt, sorry, verschreckt werden. Ja, wo sind sie denn jetzt schon wieder hin? Also gerade war ich noch in der Nähe. Jetzt wieder nicht mehr. Also in der Nähe. Ja, die läuft andersrum. Okay, ich hatte gerade mal gecallt. In der Hoffnung, dass die vielleicht kommen würden. Ja, und jetzt sind sie, glaube ich, fliehen. Nee, fliehend nicht, aber trottend. Ja, schade, dass sie jetzt hier nicht durch die offene Fläche ziehen. Das wäre mir jetzt natürlich lieber gewesen. Darauf hatte ich ein bisschen gehofft. Aber den Gefallen tun sie mir nicht. Jetzt hoffe ich mal einfach, dass wir die noch einen kriegen. Der zieht auch wieder in die Richtung. Ah, jetzt wird es hier sehr, sehr dicht mit der Bewaldung. Und das ist jetzt nicht so gut. Jetzt fangen sie auch an, hier zickzack zu laufen, aber ich laufe einfach mal weiter geradeaus. Ist auch eine Spur, also jetzt zerstreuen sie sich hier so ein bisschen. Leider sehe ich hier noch gar kein Rentier. Außer das eine, ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Das verschwand auf einmal plötzlich hinter der Kuppe. Aber wir werden einfach mal ein bisschen. Ja, jetzt laufen sie hier kreuz und quer oder was? Ja, also der Call hat sie wahrscheinlich jetzt hier noch ein bisschen in Aufruhr versetzt. Beziehungsweise die Richtung ändern lassen. Also werden sie vielleicht hier kommen. Ja, jetzt hier eine bisschen offenere Fläche. Aber selbst hier sehe ich so auf den ersten Blick keine Bewegung. Ja, die Elchkuh ist immer noch da. Ja, ich würde sagen, ich werde dann erstmal ein bisschen weitersuchen. Und wenn ich sie dann doch nochmal sehen sollte, dann hole ich euch wieder dazu. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich habe die noch ein bisschen weiter verfolgt. Durch den tiefsten, dunkelsten Wald. Und die sind ganz schön schwer auszumachen. Aber ich habe da vorne gerade irgendwo welche gesehen gehabt. Jetzt sehe ich sie natürlich nicht mehr. Ja, die sind da irgendwo den Berg gerade hochgewandert. Ah, da steht einer. Ja, gucken uns den mal an. Ein Weibchen. Ich gucke mal, ob ich da in Armbrustdistanz rankomme oder ob ich noch andere sehe. Da unten steht nämlich, glaube ich, noch. Ah, da stehen sie alle. Sogar stärkere Männchen, würde ich behaupten.
Oh, das sind auch Weibchen. Ich spotte mal eben eins. Tatsächlich auch Weibchen. Ja, das da oben ist in Distanz, aber die da unten sind eigentlich größer. Schauen wir mal, ob ich da noch rankomme. Ja, 40 Meter. Ich werde den mal versuchen zu schießen. Ach, jetzt die Amboss nicht geladen. Wunderbar. Aber wie es aussieht, scheint er jetzt tatsächlich mal zu fressen da. Und wenn wir uns jetzt beeilen, dann haben wir den. Ja, also der erste liegt. Und die anderen fliegen jetzt hoffentlich nicht so weit, dass wir dann gleich noch ein paar davon bekommen können. Also mich hatte jemand nach der Uhrzeit gefragt, wo man die am besten jagen kann. Da hinten rennen sie noch. Ja, wie ich auch schon geschrieben hatte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so die Auswirkungen hat, wie bei den anderen Tieren, weil die ja gar keine Schlafenszeiten haben und eigentlich den kompletten Tag über, vermute ich jetzt einfach mal, durchs Revier wandern und nicht irgendwie in der Mittagszeit Pausen machen. Es kann natürlich sein, dass im Verlauf des Tages an einigen Zeitpunkten weniger Tiere unterwegs sind, weniger wandern. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Ich starte auf jeden Fall immer morgens und finde auch relativ schnell erste Anzeichen von Rentieren. Ja, wir können jetzt hier sehen, ich bin um 7 Uhr gestartet. Jetzt hat natürlich die Suche, beziehungsweise die Suche nicht, aber die Verfolgung hat jetzt knapp eine Stunde gedauert. Also nicht eine Realstunde, sondern eine Ingame-Stunde. Ich hatte gegen 7:30 die Spuren gefunden und bin dann denen jetzt gefolgt. Und hier scheinen sie wohl dann doch mal gefressen zu haben, sodass ich rankam. Ja, also vormittags scheint eine gute Zeit zu sein. Wie es nachmittags ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich die bis jetzt nur morgens bejagt habe. Aber solange das weiterhin so gut läuft, werde ich das auch erstmal beibehalten. Ich kann natürlich mal eine Session nachmittags einlegen oder in die Mittagszeit streuen, um zu gucken, wie sich das verhält. Und dann können wir mal gucken, ob wir daraus Schlüsse ziehen können. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich so einen großen Einfluss hat, weil die doch ein anderes Verhalten haben als die anderen jagbaren Tiere. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir die anderen noch einholen können. Das erste haben wir auf jeden Fall. Männchen habe ich da so schnell keins bei gesehen. Aber wir haben ein relativ starkes Weibchen bekommen mit über 300 Punkten. Und jetzt gucke ich mal, wo die anderen hin sind. Und wenn ich sie gefunden habe, oder wenn ich ganz andere gefunden habe, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und direkt vor uns zieht jetzt das Rentier hier lang. Also versuche ich es mal schnell zu beschießen. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt gesessen hat. Wahrscheinlich ein Buddy-Schuss. Aber okay, wir haben so die Lunge und das Herz getroffen. Dann geht's. Ja, wir sehen können, auf dem Radar war die Reviergrenze gar nicht mehr so weit entfernt. Und deshalb hatte ich gehofft, noch schnell eins zu sehen, bevor die rauswandern. Und das hat nochmal zum Glück geklappt. Dann ist eins direkt vor uns aufgetaucht.
Muss ich mal gleich gucken, ob ich da unten noch gleich andere finde. Ich werde jetzt erstmal das hier einsacken gehen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit. Eigentlich sollte ein Lungentreffer ja doch relativ schnell zum Tod führen. Ja, das war zum Glück auch direkt wieder vorn, sodass wir es mit der Armbrust schießen konnten und nicht hier groß leer machen mussten. Aber die scheinen schon eine ganz schöne Strecke zu gehen, trotz Lungentreffer. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch aus der Entfernung ein paar gesehen. Allerdings nur ganz kurz, immer am Bergkamm oder so. Und da hatte ich dadurch die Chance, schnell genug auf die Aufnahmetaste zu drücken und noch zum Schuss zu kommen. Für eins von beiden hätte es vielleicht gereicht, aber nicht komplett. Deshalb bin ich einfach weitergegangen, bis ich eins gefunden habe. Ja, also man sieht, es klappt mit dem Tracking, aber ob das so effektiv ist, möchte ich bezweifeln, weil die schon relativ flott unterwegs sind. Haben wir auch gestern gesehen, besonders wenn sie ins Trotten geraten. Dann sind sie ziemlich zügig. Aber flüchten tun die nicht wirklich. Ja, außer man schießt es natürlich an, aber ich glaube, da unten liegt es schon. Aber ich glaube, das ist für den Multiplayer relativ gut. Weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja, man verfolgt hier die Spur und die laufen eigentlich nur geradeaus. Ja, die machen keine Kurven. Dann kann man wirklich sagen, Leute, ich verfolge hier gerade welche. Geht mal da unten hin, schau mal. Die müssten da hinkommen. Ja, bereitet euch darauf vor. Ja, oder man hätte hier einen auf den Hochsitz ansitzen lassen können. Da sind sie dran vorbeigekommen. Man weiß natürlich nicht, wie alt die Spuren sind. Ja, also das entwickelt sich dann natürlich noch im Laufe des Tracking-Skills. Wenn man dann natürlich noch das Alter der Spuren sagen kann, das wäre natürlich perfekt. Dann könnte man sagen, die sind noch im Revier. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, ob die Spuren von den Rentieren, die nicht mehr im Revier sind, also die schon einmal durchgewandert sind, ob die erhalten bleiben oder ob die gelöscht werden. Das wäre interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier unser Rentier gefunden, Lunge getroffen, noch ein Weibchen. Allerdings ein kleines, aber unser zweites Rentier. Und da hinten ist die Grenze irgendwo. Na, ich werde jetzt nochmal zurücklaufen und gucken, ob da noch was ist. Aber ich denke, die sind rausgewandert. Aber falls nicht, kriegen wir vielleicht noch einen und dann schalte ich euch wieder live dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder und da zieht tatsächlich noch eins vor uns her. Aber es ist natürlich noch, da kommt aber noch ein starker. Ja, ich würde den mal eben markieren. Oh, hier kommt wieder das ganze Rudel rein. Ja, wie es aussieht, scheint auch das Männchen da jetzt im Revier zu sein. Also werde ich es mal ausschalten. Hat auf jeden Fall geklappt. Ja, die anderen laufen jetzt wieder raus. Ja, wir haben es natürlich jetzt genau an der Grenze hier bejagt. Ich hatte gerade den Call bekommen noch. Etwas außerhalb der Grenze. Und habe einfach mal zurückgecallt und dann kam jetzt das ganze Rudel wieder rein. Vielleicht war, nee, es war kein anderes. Ich hatte
das schon vorgetrackt. Also haben wir doch noch ein Männchen bekommen. Ja. Gucken wir mal, was das uns an Scorepunkten bringt. Genau auf der Grenze vom Revier. Doch noch erlegt. Tatsächlich 497. Ja, wir haben fast die 500er Marke geknackt. Wie gestern erhofft. Davon machen wir natürlich direkt mal hier ein Foto. Ja, da wollte ich jetzt natürlich auch nicht mit der Armbrust noch rumspielen. Jetzt kriegen wir den natürlich nicht wieder so, wie wir den wollen. Also das ist mit dem Trophyschutz bei den Viechern echt eine Qual. Jetzt steckt der im Boden fest, oder was? Also geht's doch. Auch wenn ich jetzt ein bisschen zur Seite weggucke. So. Wunderschön. Ja, heute haben wir drei Stück bekommen. Lange Verfolgungsjagd bis zur Reviergrenze. Wir uns hier nochmal die Map angucken. Ja, am Ende haben sie dann einen kleinen Knick gemacht. Ach nee, das war die Nachsuche, glaube ich, die einen Knick gemacht hat. Ansonsten quer durch wieder. Wie gesagt, das mit dem Verfolgen klappt, aber wenn man jetzt auf ältere Spuren trifft, dann wird das doch schon ziemlich eng, die noch einzuholen vor der Reviergrenze. Ich hatte das Glück, dass sie relativ frisch waren und der Kreis relativ früh geschlossen war. Vielleicht nach so 300 bis 500 Metern habe ich dann, war ich relativ dicht dran und hatte dann Hoffnung, die noch zu sehen, deshalb habe ich die weiter verfolgt und es hatte Erfolg. Also effektiv ist anders, aber was Besseres fällt mir dazu leider auch nicht ein. Man kann sich natürlich irgendwo hinsetzen und warten, dass die vorbeiziehen. Aber ob das effektiver ist, möchte ich auch bezweifeln. Vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Ja, ansonsten bleibt nur die aktive Jagd für die Rentiere. Und ja, darauf müssen wir uns jetzt erstmal einstellen. An der Stelle machen wir jetzt aber erstmal einen Cut. Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier von Reviergrenze nochmal zurück ins Innere zu laufen und neue zu suchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für die, die Probleme haben mit der Rentierjagd noch, das ist vielleicht mal ein bisschen hilfreich, weil ich habe auch noch extra so ein paar Tracking-Szenen mit reingeschnitten. Ja, also dass man da schon relativ lang hinterherlaufen muss, bis man mal was sieht, auch wenn die durch den dichten Wald laufen. Nicht aufgeben, Leute, bleibt einfach dran. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.